So, wir befinden uns jetzt im Dachgeschoss. Ich bin gerade die Aluleiter hochgeklettert. Das ist dann der Aufgang demnächst über eine Holztreppe und schaue jetzt sozusagen auf die gegenüberliegende Seite. Das nennen wir jetzt mal die Wiesenseite. Dort wird auch ein Küchenanschluss installiert. Selbst wenn wir das jetzt nicht alles schon umsetzen werden, aber so haben wir doch die Möglichkeit, später mal hier oben eine kleine Teeküche in diesem Flurbereich einzubauen, wo dann, je nachdem, wie sich die Nutzung des Gebäudes entwickelt, die Personen, die in den Zimmern 1 und 2 sich befinden und dort leben, für kürzer oder länger, dann auch noch die Möglichkeit haben, sich hier Kleinigkeiten zu essen, zuzubereiten. Also was wir da halt brauchen, sind Stromanschlüsse, sind auch eben Wasser und Abwasser.